Heute reden wir über die zweite extreme Agrarinitiative, wo wir am 13. Juni darüber abstimmen. Warum das so wichtig ist, dass wir auch dort Nein sagen, über genau das rede ich heute in der neuen Folge von «Auf den Punkt» mit mir, Stefanie Gartenmann. Wenn wir an Pestizide denken, dann denken wir meistens an irgendwelche bösartigen Sachen, die uns fürs Leben lang werden schädigen. Doch unter Pestizid versteht man zum Beispiel Desinfektionsmittel, Schmierseife oder andere Putzsachen, die nicht synthetisch hergestellt wurden. Desinfektionsmittel kennen wir alle und brauchen wir alle, spätestens seit der Corona-Zeit. Es ist wie das Amen in Kirche geworden. Desinfektionsmittel und andere Putzsachen werden auch in Produktionsstätten für Lebensmittel gebraucht, damit die Hygieneschriften eingehalten können werden. Mit der Pestizidinitiative wird es aber nicht mehr möglich sein, die Hygieneschriften einzuhalten, weil wir die Desinfektionsmittel und andere Putzsachen gar nicht mehr dürfen brauchen, weil sie eben nicht biologisch hergestellt worden sind. Aber nicht nur Produktionsstätten haben Probleme, sondern wir werden auch mehr Food Waste produzieren. Pestizide brauchen wir auch, dass wir zum Beispiel übermorgen noch Salat und Früchte können in den Grosshändlern kaufen. Wenn wir die Pestizide nachher nicht mehr dürfen brauchen, wird es so sein, dass die Landwirte ganz viel von ihren Erträgen müssen fortschiessen. Und Food Waste ist ja, glaube ich, etwas vom Schlimmsten, was wir unserer Umwelt antun können. Doch nicht nur die Landwirtschaft wird unter diesen Initiativen leiden, sondern auch die Hotellerie, die Gastronombranche, die Pferdebranche, finanzschwächere Leute und am Schluss auch ganz normal du und ich als Konsument. Weil die Produktion von Lebensmitteln wird teurer und wir werden einfach kleinere Erträge erzielen. Das heisst, wir müssen wieder ins Ausland Lebensmittel importieren, wie bei Trinkwasserinitiativen. Nur wäre es dann jetzt so mit der Pestizidinitiative, dass die Lebensmittel nachher auch nicht mehr dürfen synthetische Pflanzenschutzmittel dran haben. Also auch biologische Schutzmittel müssen bei denen gebraucht worden sein. Das heisst, unsere Auswahl von so wird so. Wir werden einfach ganz viel weniger Lebensmittel haben im Regal. Und am Schluss wird es so sein, dass das Luxusgut Früchte und Gemüse werden sein. Und das kann es doch einfach nicht sein. Wir werden auf das hersteuern, dass Fastfood am Schluss günstiger ist und attraktiver ist als gesundes Gemüse, das wichtig ist für unsere Gesundheit und für eine gesunde Ernährung. Die Schweiz ist eigentlich ein Musterschüler, was es angeht in Entwicklung für Nachhaltigkeit und für unsere Umwelt. Ich bin googlen beim Bundesamt für Statistik und dort habe ich eine Statistik gefunden, dass synthetische Pflanzenschutzmittel immer wie weniger gebraucht werden und die biologischen immer wie mehr gebraucht werden. Warum? Weil wir innovativ sind und neue Lösungen finden, wie es noch nachhaltiger und noch besser wird. Zudem ist die Schweiz ein absoluter Musterschüler, was es angeht, die Umweltziele zu erfüllen. Also wir sind auf dem besten Weg dazu, noch nachhaltiger und noch ökologischer zu werden. Doch die Pestizidinitiative die verhindert das. Mit diesem Verbot müssen wir einfach wieder ins Ausland importieren, lange Transportwege und grosse CO2-Ausstoß, die wir verhindern könnten, wenn wir unsere Regionalität und unsere Schweizer Landwirtschaft unterstützen würden. Die Pestizidinitiative ist absolut extrem. Und deswegen müssen wir am 13. Juni Nein zu dieser Initiative sagen und Ja zu unserer Schweizer Qualität und unserer Schweizer Landwirtschaft. Was sagst du am 13. Juni? Ich bin gespannt auf deine Meinung und bis zum nächsten Mal bei «Auf den Punkt» mit mir, Stefanie Gartenmann.